willkommen hier zum nächsten Spieltag der Gruppe E. Willkommen zum finalen Spieltag der Gruppe E. Herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der Packs Unite WM 2022. Ihr seht schon, die Deutschen sind dran. Deutschland gegen Costa Rica, Costa Rica gegen Deutschland und Japan gegen Spanien. Und ja, ihr wisst ja, die ersten Spiele liefen nicht so gut für die Deutschen. Deutschland steht mit 0 Punkten da, Costa Rica steht mit 1 Punkt da. Japan steht mit 4 Punkten da. Und Spanien steht mit 6 Punkten da. Das heißt, ja, selbst wenn Deutschland gewinnen sollte, kann Deutschland nicht mehr weiterkommen, da Japan 4 Punkte hat und da Spanien auch 6 Punkte hat. Das heißt, selbst wenn sie gewinnen, hat Deutschland ja sowieso nur 3 Punkte. Das heißt, für Deutschland ist es jetzt hier ja vollkommen egal. Da können sie auch Kevin Trapp ins Tor stellen. Und weiß der Kuckuck was, Mario Gomez nochmal einfliegen lassen für den Sturm. Wir gehen rein. Also im Prinzip, wenn die unentschieden spielen, Japan, Spanien, dann ist es sowieso gegessen, das Thema. Aber es muss ja alles seine Richtigkeit haben, deswegen gibt es hier natürlich jetzt hier um 16 Uhr diesen Spieltag. Nachher um 19 Uhr haben wir dann noch Kanada, Marokko, Kroatien, Belgien. Finaler Spieltag der Gruppe F. Finaler Spieltag der Gruppe F. USA, Australien, Ecuador, Japan. Die Japaner knipsen, ja, was das Zeug hält, 1:0. Und ich würde sagen, gemacht hat Daichi Kamada. Das ist das 1:1. Jordi Alba direkt danach als Antwort. Direkte Antwort am Start von den Spaniern. Ja, und Spanien macht weiter, aber nicht mit dem Tor, es ist der Torhüter. Das heißt, der nächste japanische Sticker wird quasi pariert von Robert Sanchez. Schweiz, Saudi-Arabien, Niederlande und die Niederländer. Das heißt 0-0, Costa Rica, Deutschland und Japan, Spanien 1-1. Also, ja, im Prinzip eigentlich so von den Entscheidungen, ich glaube, die langweiligste Gruppe, die wir hatten, war einfach, weil es eigentlich schon feststeht, dass, ja, Doppelpack, Spanien, ich würde sagen, Morata hämmert das Ding rein einmal und das andere Tor macht Ansu Fati und Alvaro Morata haben es gemacht. 1-3, Wales, Brasilien, Marokko, Serbien und Spanien und ja, und Spanien. 1-4. Yo, alter Falter. Alter Falter und Niklas Julinho. Das ist natürlich schade, dass Deutschland jetzt schon leider raus ist, weil Japan einfach 4 Punkte hat, die Lümmel. Niklas Süle mit dem 0-1. So bitter. So bitter. 2 Packs noch. Dann steht's denn bei Spanien da unten? 1-4. Kanada, Ecuador, Matze Ginter. Ja, die Deutschen wenigstens mit einem Sieg. Das ist das einzige Gute, was man sagen kann. 0-2 führt Deutschland gegen Costa Rica. Ecuador, Saudi-Arabien und natürlich, wer macht Spanien? Also wenn es weitergeht, sage ich Spanien Titelfavorit der Packs Unite WM. Guckt euch das an hier. Spanien einfach mit einem 1-5 gegen Japan und Deutschland gewinnt mit 0-2. Ihr bekommt jetzt die Tabelle eingeblendet. Wer ist weiter? Wer ist auf dem ersten? Wer ist auf dem zweiten? Und so weiter und so fort. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Tschüss!